Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge angespielt. Und zwar aus dem Spiel Astellia. Zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Falls ihr euch fragt, das ist daneben mir, das Kleine. Das ganz Süße. Das Zuckersüße. Ist ein bisschen klein geraten. Bezaubernd. Ein bisschen klein geraten. Naja. Findest nicht? Das war unabsichtlich, aber ich finde sie zuckersüß. Das ist sie auf jeden Fall. Worum geht's in Astellia? Erzähl mal ganz kurz. Oh Gott, in Astellia ist im Prinzip so wie das Spiel, was du gespielt hast. Das, wie heißt das? WoW. WoW, so, also. Hier geht es eigentlich um Quests, die man erfüllen muss. Am Anfang immer weiter, man levelt hoch. Ich habe die Spiele gar nicht gespielt. Ich habe mich immer geweigert. Das ist eigentlich das erste Spiel, das ich wirklich spiele. Man kann sich hier verschiedene Level aussuchen. Am Anfang Magier, man kann Schütze sein, man kann, was gibt es denn noch? Assassins heißen die, glaube ich. Genau, Krieger. Und Krieger, genau, die Sparten kann man sich aussuchen. Man kann hier, wie gesagt, die Level machen. Bei mir ist bloß eins noch da, war das korrekt? Keine Ahnung. Man kann Fähigkeiten erlernen, man kann sich einen Beruf aussuchen, Reittiere kann man sich holen und man hat auch Begleiter, die man nach und nach über die Quest dann eben bekommt. Und es ist alles eigentlich sehr, sehr Fantasy gemacht. Aber ich find's einfach genial. Mich hat es irgendwie gepackt. Es ist so Japan-Manga-Style. Genau, das, ja, genau. So kann man es ausdrücken. Ja. Auf jeden Fall. Aber es ist ein cooles Spiel. Also, wir finden es bis jetzt ein cooles Spiel. Sagen wir es mal so. Ja, wir sind ja schon beide Level 18. Wir fangen jetzt extra nicht von vorne an, sondern eigentlich mittendrin, um hier mal ein bisschen was zu zeigen. Einfach auch zu zeigen, was möglich ist, wo es hinführt. Und wir sind auch hier gerade in einer voll schönen Gegend. Das auf jeden Fall. Genau. Müssen wir ganz kurz hier ein bisschen... Das machst du? Aber ich kann mal die Begleiter zeigen. Also ganz am Anfang hat man die Rote. Das ist die, was man von Anfang an hat. Und dann kann man eben hier... Gehst du mal weg? So, das sind mal so ein paar. Die einen dann eben begleiten, auch angreifen, beschützen. Ich weiß nicht. Suchst du schon wieder Stress? Neu. Ich war das nicht. Er hat angefangen. Ach so. Gut. Papilia ist das jedenfalls. Dann haben wir hier noch... Ja, schon recht. Aries F7 drücke ich jetzt absichtlich mal nicht. Das ist meine Geheimwaffen. So, und die kann man eben, die, wenn die da sind, geht das aber hier oben auch von der eigenen Energie weg. Das muss man immer mitbedenken. Und natürlich, was ist denn jetzt? Ich wollte ihn gerade zeigen. Wen? Den du da gerade hattest. Achso, du meinst, Moment. It's been a while. Du meinst Lyra? Nein, dein Reittier. Achso. Also standardgemäß habt ihr hier nur ein Pferd. Das bekommt ihr hier umsonst. Futter! Aus! Und wir haben uns Reittiere gegönnt. Futter! Nee, du kriegst immer noch keine Leckerlis. Aber ihr will Leckerli. Neu. Oh. Und den könnt ihr euch im Shop kaufen. Gegner! Kostet 23 Euro. So, ich habe jetzt hier eine Magierin. Sprich auch die Energie von der Magierin. Man bekommt auch pro Level dann andere Klamotten, andere Waffen. Also es ist wahnsinnig komplex eigentlich, finde ich, das Spiel. Wenn man das nicht schon gespielt hat und die Grundregeln kennt, ist es echt nicht einfach. Komm, wir machen jetzt eine Reise nach Randelio. Auf geht's. Eine Reise nach Randelio. Und man muss, es ist ein Multiplayer, natürlich. Man kann hier mit mehreren spielen, man kann Gruppen, Gilden. Ja, Familie Chaos Gilde. Genau, also wenn jemand das Spiel hat. Hallo.
Kann er der Familie Chaos beitreten? Er hat dir schon wieder in den Arsch geschossen! Schießen irgendwie alle in den Arsch. Aua! Das Einzige, was ihr habt, ist halt, ihr habt im Chat erstmal die ganzen Gold-Spammer, das Ganze kennt man aus WoW. Diese Bots, die sich hinstellen und sagen, hey, kauf bei mir mein Gold. Und, ja, das ist in WoW gang und gäbe, wird aber in WoW sehr schnell blockiert von den Admins. Und hier eben noch nicht. Aber du kannst das Ganze natürlich auch, oder beziehungsweise du hast im Chat natürlich auch, ja, sehr viele Japaner, Chinesen. Du verstehst dann kein Wort, wenn das in chinesischen Schriftzeichen ist. Weil es gibt aktuell einen Server, auf dem man kann. Ich weiß gar nicht, ob das ein Server weltweit ist oder ob das tatsächlich nur der Server für hier ist, für die Gegend. Das weiß ich gar nicht, wie Astellia da aufgestellt ist. Das Spiel ist auf jeden Fall im Januar erschienen. Irgendwie um den 21. rum, glaube ich, war es, ne? Here on out is Randalo. It's also known as the summer's blessing for its beauty. Master, there's someone on the ground over there. Ja, da ist jemand am Boden. Ja, jetzt müssen wir Informationen sammeln. I hope you are reunited within the flow of our time. Ist auf jeden Fall noch eine Quest. Oh, Zwiebel. Die müssen wir da noch mitnehmen. Who could have done something so cruel? Ja, die solltest du auf jeden Fall zuerst. Jetzt hör doch mal auf zu. Oh, Rupa. Nee, Rota. Erstmal am Vollquatschen, weißt du? Blablabla, blablabla. Dann denkt sie, hey, wo bist denn du jetzt hin? Wo bist du jetzt hin? Naja, zum nächsten. Ach so, also hier, die blaue Quest hast du jetzt gelassen, die von Natur. Nein, die hole ich gleich. Okay. So, geh in die Scheune. Ich hole die gleich. Das habe ich nicht vergessen, das hatte ich dir ja gesagt. So. Kann der hüpfen. Also das heißt, du hast jetzt hier schon mit Edison gesprochen. Ich gehe jetzt hier mal ganz kurz durch. Ja, ich habe jetzt Spuren des Euria, sehe ich gerade, ist eine neue Quest. Ja, da habe ich. Ich habe jetzt gehen in die Scheune der Edison. Hier ist zum Beispiel auch ein Reittier, was ihr kaufen könnt. Aber da müsst ihr halt Geld investieren. Solo, schließe die Rudlershöhle ab. Okay. Ach, da oben dreht sich ein Windrad. Ich denke mir gerade, was knarrt hier so? Wo? Direkt über dir. Ah, okay. Ich muss hier irgendwo ein... Finde das dritte Stück des Schwertes nahe der Edison Farm. Hä? Ja, das ist meine... Kriegerquest, glaube ich. Also quasi, weißt du, weil da kriege ich, kann ich mir ein Schwert machen, glaube ich. Aber das habe ich gar nicht. Du bist auch, das ist meine klassenspezifische Quest. Finde das vierte Stück. Das geht die ganze Zeit weiter, weißt du? Das geht immer ein Gebiet weiter. Hier gibt es junge Drachen. Wie süß. Na gut. Wo war ich denn jetzt gerade? Da war ich. Also, was müssen wir denn machen? Wir müssen die Scheune der Edison, also gehen die Scheune der Edison fahren. Da bin ich im Moment, da müssen wir alles durchsuchen. Den Wasserbehälter, den Sack. Du bist immer so schnell. Ja. Oh. There's nothing here. Is nothing here? Oh Gott, nein, bitte nicht. Das ist jetzt ein Fluch. Nein. Nein. Was? Was? Nein. You can tell the entire farm is corrupted, can't you? Hä? Was macht die? This is Corsa energy. It's been seriously contaminated. Ja, ja. Wow, are you the Was will Lyra denn hier? Ich habe zufällig eine Lyra. Ja, ich glaube ich jetzt auch. Das Schöne ist, ich brauche ja das gar nicht. Ich habe ja Lyra schon. Ja, dann. Ja, ich gucke gerade. Das ist ja cool. Was kriegt man, wenn man sie schon hat? Das weiß ich nicht, aber ich habe sie hier. Ich sehe sie im Moment nicht. Du hast sie. Wo bist du denn jetzt hin? Also ich gebe sie jetzt gerade draußen ab. Lyra steht hier. Ja, genau. Und jetzt bei mir steht Berichte Ranger Edison. Da bin ich auch gerade unterwegs.
Was there really a ghost inside the barn? Nein, da ist doch keine Geist drin. And Estelle? On our farm? I'm surprised. Sammeln Materialien für die Reparatur des Zauns. There's some delicious candy back at the base. Schädliche Süßigkeiten. Also ich lasse jetzt hier nicht so viel Zeit, die Nachrichten zu lesen. Ich überfliege sie auch immer nur. Ja, ich nehme jetzt hier gerade auch die Questen alle an. Ja. So, das Schöne ist, du kriegst angezeigt, welche Gegner du quasi angreifen musst für deine Quest. Da steht immer ein Q drüber. Für Quest-Gegner quasi. Gut, was möchtest du denn jetzt machen? Ich hätte jetzt gesagt, wir hauen einfach alles, was sich hier bewegt. Also quasi... Mal die, ja, was können wir denn? Die Zaunmaterialien? Ich glaube, die müssen wir sowieso. Vertreibe die. Oh, Erz. Stört dich doch wohl nicht. Fähigkeiten, die man dann hier so nach und nach... Je nachdem, wie hoch man levelt, erlangt. Da kam jemand gerade bei mir vorbeigeflogen. Ich weiß. So, dann suchen wir uns jetzt mal einen Begleiter aus. Ich hab einen dabei, ich hab einen dabei. So. Ja, du stehst mir voll im Sichtfeld. Entschuldigung. Meiner. Also, ihr müsst auf eins berücksichtigen. Meine Frau hat bei der Charaktererstellung nicht gewusst, dass man tatsächlich die Größe einstellen kann. Nein, das sagte ich ja, aber ich finde es eigentlich auch ganz nett. Deswegen ist sie so klein, süß und schnuckelig. Außerdem passt das irgendwie zu der Magierin, finde ich. Ja, ich finde auch. Oh, da ist noch eine. So, hier liegt noch was. Ah ne, das ist die Questfrau. Oh. Da steht ein entflohenes Schwein. Gut, das ist schon mal erledigt. Was? Ich muss noch einen vertreibe die Wolkenpois. Also eins von diesen Pois muss ich da vorne noch vertreiben. Die Windblumenpois. Ne, ich habe 4 Stück. Ne, die Wolken. Ach so. Okay. Wo sind die? Hab einen. Geh ich gerade mal hin. So, das haben wir auch. Besorge Fleisch der Großflügel-Kadis. Oh, wir müssen Drachen töten. Hier vorne die. Komm mal her. Suche? Nee, jetzt ist es aber wieder weg. Seltsam. Was ist weg? Diese Pois, aber das sind noch mal... Also Pois braucht... Achso, du gehst... Du bist schon zum... Ich habe da gerade einen von den Drachen getötet, wegen dem Fleisch, was wir brauchen. Ja, warte mal. Welche Quest war das dann? Besorge Fleisch der Großflügel. Okay. Ja, genau. Da müsste hier sogar einer von dir für dich liegen. Oh. Zum Loote. Rein zufällig natürlich. Ist aber nichts drin. Da oben sind noch welche. Ah, hier ist Zaubermaterial. Das Schöne ist, du kannst die Questgegenstände können beide looten. Allerdings muss der andere gelootet haben. So. Das heißt also, ich habe jetzt hier eine Leiche liegen, die meine Frau looten kann. Bei ihr liegt eine Leiche, die ich looten kann. Und solange wir die nicht gelootet haben, kriegt der andere halt nichts raus. Solange kann der andere nicht looten. Da oben liegt auch noch mal eine, Schatz. Wo? Hier oben auf dem Vorsprung. Ah, okay. Sehr schön. Dann brauche ich jetzt noch 3. Ich weiß, das steht da unten. 2 brauche ich noch.
Aber die Zaunmaterialien? Achso, 4 von 6 habe ich, okay. Begleiter, wenn ihr in der Gruppe seid, unterstützen den anderen auch tatsächlich. Hat man jetzt gerade gesehen, ich habe gar nichts gemacht und er hat draufgeschossen. Ja, ja, die unterstützen den tatsächlich gegenseitig. Oder halt dich als Spieler. Oh, es ist ein Uralter, das ist ein größerer. Egal! Oh, das gab ein, na, wie heißt das nochmal? Hm? Ach, das gab quasi eine Errungenschaft, weil ich einen der Uralten gekillt habe. Okay. Also so einen großen Drachen. Muss ich mal gucken, ob ich einen finde. So, hier liegt auf jeden Fall noch einer von den großen Drachen. Brauchst du noch welche von denen? Also brauchst du noch Fleisch? Zwei, ja. Aber ich bin gerade an einem dran. Jetzt, Sidley. Oh, da vorne gibt's Süßigkeiten. Hä? Wo? Kleine Süßigkeiten, Schachtel. Ich hab sie. Wo bist du? Direkt hinter dir. Ah! Ah, ein verdächtiger Mann! Der wollte die Süßigkeiten klauen. Okay. Ach, da ist er. Ah! Hey! Ich hab ihn. Okay. Der kam unerwartet ums Eck. Hä, was brauche ich denn? Ich kann das gar nicht mehr aufmachen hier. Nee, du musst. Das war quasi. Es hieß ja tödliche. Also, das heißt, du musstest es quasi einfach aufmachen. Wurde es angegriffen. Und damit war es erledigt. Okay, einmal Fleisch brauche ich noch und dann hab ich das. Ja, hole ich hier gerade. Da müsste das letzte Fleischstück auch drin sein. Ja, Wunderbärchen. Jetzt haben wir auch... Genau, jetzt haben wir alles fertig von denen. Können wir nochmal sprechen? Genau, wir können nochmal alles abgeben und die Scheune auf jeden Fall auch reparieren. Aber ich würde auch sagen, junge Frau, das soll's mit der heutigen Folge von Astellia auch gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst ihr gerne ein Like bei uns beiden da, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, wie euch das Ganze gefällt. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid und wünschen euch für heute einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.